Wo haben wir es? Direkt hier? Ja, Zeitraum nach der Flut, würde ich sagen. Personengruppe, weiß ich nicht. Bezirk habe ich ja nicht. Moment, was? Achso, ich bin auf Rubrik gerade nicht auf Bezirk, kein Wunder. Tja, das hier vielleicht. Bezirk habe ich ja jetzt immer noch nicht. Ah. Müssen wir mal gucken, sonstige. Mal gucken, was passiert. Nichts gefunden. Ich muss noch mal raus und den Stadtteil hier angucken. Cloverside, ja. Ja. Dann bitte nochmal Bezirk. Ach, Cover? Nicht Clover? Wo bin ich jetzt L her? Gute Frage. Nach der Flut. Rubrik. Titelseite. Nein. Nachrichten. Nein. Artikel. Nein. Anzeige. Was zum Teufel? Ich finde hier nichts. Ich bin auch an sich richtig soweit. Nein. 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 Toll. Hilft mir also überhaupt nicht. Tatsache, Coverside. Ich habe wohl zu viel, wie hieß es noch gleich, geguckt? Ne? Ja, genau das wollte ich sagen. Ach, hier bin ich im Archiv. Da oben ist das Symbol dran. Verbrannte Zeitung. Aber ich finde da nichts. Ich bin im Oakland Chronicle. Coverside. Artikel, Interviews. Ich kann nur eins auswählen pro Dingens, ja. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Passiert ja nichts hier drin. War das vor der Flut gewesen? Das war doch nach der Flut, um zu erkunden, warum, wieso, weshalb. Das heißt, hier kann doch nichts kommen bei der Flut. Bei allem anderen meine ich, außer. Oder? Es ist auch davor. Ja, ich habe keine Ahnung, warum hier nichts fürs Finden ist. Ach so, weil das hier der wichtige Punkt ist. Offenbar. Denn trotzdem nichts. Oh. Ach so. Grimhaven Bay wäre vielleicht eine sinnvolle Sache dann. Anzeigen. Ach, na endlich. Frachtschiff-Anzeige. Ist ein bisschen blöd gemacht irgendwie. Also undurchsichtig. Der 30-Tonner Titania kann geheuert werden und ist zu Transport- und Forschungszwecken unter Wasser ausgerüstet. Die Kosten belaufen sich auf 70 Patronen pro Woche oder den entsprechenden Gegenwert. Interessenten wenden sich für die vertraglichen Details bitte an Kapitän Jeremiah Sanders, Anlegestelle 3, Hafen von Oakmont, Bezirk Grimhaven Bay. Da muss ich wohl auch hin jetzt. Zu diesem Typ. Ja, was ist das denn für ein Symbol? Devil's Reef, okay. Also muss ich jetzt dahin und den Kapitän finden. Was willst du damit sagen? Hier ist jetzt gelöst, offensichtlich. Hinweis anheften. Welchen Hinweis? Es ändert sich wie nichts außer dem Ding da unten. Auf Karte setzen. Anlegestelle 3. Also dahin. Aha. Bam. Gut, ich habe es halbwegs kapiert, wie es funktioniert. Das ist schon mal gut. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Loot. Gibt es bestimmt. Ich bin hier in einem Zeitungsladen. Muss es was zu looten geben. Und diese Geräusche sagen mir, dass hier zumindest irgendwas sein sollte. Aber kann natürlich auch vollends täuschen. Hübscher, hübscher Affenmann. Es kriegt noch eine Zoom-Funktion nebenbei noch, ne?
Wäre interessant alles. Mhm. Guck mal, Kuklux-Clan. Gibt's auch. Okay. Da ist ein Gorilla. Und das führt alles zusammen. Was tust du da? Hör auf! Alter, was? Habt ihr das gerade gesehen? Während ich hier schön im Detective-Modus rumschnüffle, setzt ihr Knarre an den Kopf. Was zum Teufel? Tu das nicht, Mann. Ich frag mich ja, ob er jetzt tatsächlich abgedrückt hätte, hätte ich es länger gemacht. Das ist ja ein Ding. Das kam unerwartet. Okay. Also der Laden hier irgendwann nicht mehr läuft, wisst ihr warum? Da ist die Decke eingestürzt mit dem komischen Wabbelzeug. Oder man ist runtergestürzt. Ey, sollten die echt ein bisschen reparieren. Das ist nicht tragbar. Wenn ich jetzt vom Gesundheitsamt wäre, dann wäre ich aber ruckzuck dicht. Auch wenn man das hier nicht mal mit irgendwelchen Lebensmitteln zu tun hat. Aber trotzdem wäre ich ruckzuck dicht. Igitt, da ist eine Toilette. Und was für eine. Ach, da hat man Spaß. Oi. Zum Glück muss ich gerade nicht. Und werde auch nie müssen. Niemals. Da ist meine Markierung. Ich habe schon wieder so einen Marker drauf, so einen Kompassmarker. Was soll. Achso. Habe ich selber gesetzt, ne? Klar. Mir war es doch ein Vampir gewesen, da bin ich ja auch gewohnt, dass einfach so Kompassmarkierungen oder was auf der Karte waren, ohne dass ich es jemals angewählt habe. Kann ja hier theoretisch genauso sein. Aber das war gerade echt ein eigenes Verschulden. Komm ich. Oh, ich drücke auf die Karte, das passiert ewig nichts. Komme ich mit einigermaßen dahin? Ja, ich denke schon. Schippe mir mal da runter. Nein. Ach. Maustaste. Lecker, dass die angespült wurde. Krass, ey. Mal so ein riesiger Wal mitten in der Stadt. Nach der Flut. Dass die überhaupt noch wohnen hier, die Leute. Ich meine, die Hälfte ist nicht mehr zu bevölkern, weil alles unter Wasser steht. Da kommt ja kein Schwein hin. Echt krank. Jetzt nach links. Nach rechts. Ja, warte. Achso, doch hier. Einfach gerade sagen. Da geht's auch lang. Wäre natürlich eine Abkürzung. Einfach geradeaus. Ich meine, rein theoretisch hätten hier trotzdem Leute drin wohnen und dann einmal den ganzen Booten hinfahren. Aber das halte ich unwahrscheinlich, denn ich sehe nirgendwo Boote. So, jetzt kurz nach rechts. Dann nächste links. Tucker, tucker, tucker. Schöne Gegend hier. Nach hart links wahrscheinlich, ne? Mal gucken. Ja, ja. So, dann werde ich an dieser Stelle aussteigen, gleich rechts. Guck mal, ich kann sogar ein Boot beschleunigen. Wenn ich jetzt Shift drücke, dann ist zumindest das Geräusch lauter, aber ich habe nicht das Gefühl, wirklich schnell zu fahren. Zack. So. Vertrautes Gebiet hier. Mit vertrauten Katzenkäferkreaturen. Oh Mann, ich hoffe, ich mache hier echt halbwegs was richtig. Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt aber tun soll in diesem Spiel. Es ist wirklich, nun ja, anders. Es ist aber ein bisschen anders als in anderen Spielen. Ich glaube, darauf kann man das fix beschränken. Hallo, liebe Leute. Hallihallo. Ich suche jemanden. Ich muss mir mal heilen übrigens irgendwie vielleicht mal wieder. Die Medivacs haben mir noch ganz wenig gemacht. Ich habe auch nur noch eins. Klick. Achso. So. Jetzt habe ich keins mehr. Frischer Fisch, gerade erst ins Netz gegangen, Mister. Aha. Bin ich noch richtig? Eher nicht. Ich glaube, das hier ist der einzige Zugang, hä? Hinter mir. Dann muss ich wohl in die Richtung laufen. Also ganz im Ernst, bis ich mich hier im Spiel zurechtfinde, wird es so eine Weile dauern. Vor allem, wenn ich so unglaublich oft regelmäßig spiele, wie ich es aktuell tue.
Bam, bam, bau. So. Den Rest finde ich doch wahrscheinlich auch ohne Karte jetzt. Ich habe es ja markiert, nicht umsonst. Dock Nummer 3. Entweder das hier oder ein... bisschen mehr in die Richtung da vorne. Was? Was? Da ist die 3. Kommt das? Okay. Kaul sei Dank. Oha. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Bitte helfen Sie mir. Was für Kreaturen? Wovon reden Sie? Wild Beaster. Sie sind wegen dem Blut gekommen. Sie fressen die Toten. Ach, wer tut das denn nicht? Also Lebende fresse ich jedenfalls nicht. Ich suche Kapitän Sanders. Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich habe Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Dann wechsle ich schon mal zur Knarre, denn man weiß ja, die Dinger können angeblich ganz gemein sein. Auf jeden Fall habe ich Nahkampferfahrung mit denen, das war nicht so geil. Ich habe nur wenig Schuss, insofern. Getroffen? Bin ich mir nicht sicher. Ja, irgendwie schon. Du hast die beiden? Okay. Zack. Guck mal, geht doch wunderbar. Ich wurde nicht getroffen, der schon. Ich hätte die Munition noch sparen können. Andererseits habe ich bei 2 Leuten... Das war es gerade mit dem Geräusch. Bei 2 Gegnern ein bisschen was anderes noch. Oh, guck mal, schön. Jede einzelne Kammer wurde geleert. Nicht schön. Aber riecht noch nach Schießpulver. Ah, dann bringt's mir nichts. Erschossen. Aus nächster Nähe. Ich hänge da irgendwie rum gerade, das gefällt mir nicht. Sieht so psycho aus. Ist das am Ende sogar Sanders? Nein. Oh, Blut! Blut, 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 Blut. Brauche ich ganz, ganz dringend. Ich bin ein Müllsammler. Naja, zumindest ein bisschen Geld bekommen. Ich frage mich, ob ich auch Munition kaufen kann. Eine Patronenhülse ist halt eine Hülse und nicht so, wie man schießen kann, weil es da nichts drin. Gibt es keine Hinweise und nichts? Erschossen. Aus nächster Nähe. Das habe ich schon verstanden, aber mehr ist hier echt nicht. Da ist noch Loot. Na. Noch Patronenhülsen mehr, das ist ja schön. Zu so etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Wahrscheinlich war es auch so was. Also langsam ist echt Schluss hier, komm. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Wow. Ist das gerade echt? Ist das Einbildung? Das scheint mir echt unecht zu sein. Okay. Tolle Sache. Ja. Also, schlimm, wenn man nicht weiß, wo man... Wenn ich jetzt geschossen hätte aus Panik, dann hätte ich Munition vergeudet. Einfach so. Ich habe schon bewusst jetzt natürlich nicht geschossen. Ach, guck mal einer an. Die Titania ist sie sogar. Direkt vor Ort. Oh, stinkender Fisch. Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Ach so, ich habe einen Fisch gesehen gerade, irgendwie. Ach, diese Alkoholleute, die erkennen auch Alkoholtrinker. Das ist halt einfach so. Alkoholleute. Interessante Beschreibung. Werde ich mir merken. Tja, hier ist aber offenbar weiter nichts. Oh, hier geht's rein, wie es aussieht. Nichts zum Looten? Was zum Angucken? Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Mhm. Schreib das bitte auf. Ich merke mir das nämlich nicht. So, hier ist ja dann die Captain-Kabine oder was. Noch jetzt nach oben offensichtlich. Also ich komme da nicht hin, aber es ginge dann nach oben. Ah, da ist noch was.
Zeitchartervertrag. Ich, Kapitän Jeremy Sanders, verpflichte mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Throckmortons Expedition sowie die in der beiliegenden Ladeliste aufgeführte Fracht an Bord meines Schiffes Titania zu nehmen und die Expedition bei Tiefenmessung und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. für Beobachtung der Meeresfauna zu unterstützen. Langer Satz. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an vertraulichen Stellen an der Bocott Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titania den Transport aller Expeditionsteilnehmer zum Hafen von Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen.